Guten Morgen, liebe Kinder. Heute bin ich wieder da. Und zwar nicht in der Schule, sondern wie ihr seht, am Waldrand. Ich bin nicht nur Lehrer, sondern auch Jäger. Und jetzt im Frühling, wenn die Natur erwacht, beginnt auch das Leben wieder in der Natur. Heute habe ich schon sehr viele Rehe gesehen, einige Hasen und auch einen Dachs. Und wenn wir ganz still sind, dann hören wir den schönen Vogelgesang in der Früh. Für die Wildtiere beginnt jetzt eine besondere Zeit im Frühling, und zwar die sogenannte Brut- und Setzzeit. Das heißt, die Vögel brüten auf ihren Eiern. Manche Vögel brüten am Boden, ja? Manche haben ihr Nest auf dem Baum. Und viele Wildtiere werden jetzt auch im Frühling, zum Beispiel das Reh, Anfang Mai ihr Baby, das Kitz, setzen, sagt man so dazu, auf die Welt bringen. Und das Wild und die Wildtiere brauchen jetzt ihre Ruhezone. Daher bitte ich euch, wenn ihr dann gemeinsam an diesen schönen Tagen jetzt in den Osterferien unterwegs seid mit euren Eltern beim Spazierengehen oder vielleicht beim Radfahren, bitte bleibt auf dem Weg. Das Wild braucht die Ruhezone, um auf die Babys gut achten zu können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch schöne Osterferien. Alles Gute, viel Spaß mit eurer Familie und nicht vergessen, bleibt gesund!